gucken wir uns mal die Broschüre an. Da ist ein elastisches Band drumherum. Was? Okay. Farbige Broschüren über die feurigen Gruben von Rondo. Ach so, zum Zusammenbinden. Das ist ein starkes, elastisches Band. Okay, werden wir bestimmt noch gebrauchen. Ich will jetzt aber erstmal den Knopf drücken. Nein, nicht mit irgendwas benutzen. Haben wir denn Bewege? Nee, Bewege ist ja gar nicht das, was ich will. Ich will bloß draufdrücken. Ich komme von hier aus nicht ran. Dann benutze halt den Speer oder irgendwas. Das geht doch so nicht. Natürlich geht das. Lass dir doch mal was einfallen. Okay, andere Idee. Elastisches das Band. Das geht doch so nicht. Du hättest mit dem elastischen Band den Stein dagegen schießen können. Aber wenn du nicht willst... Was passiert eigentlich, wenn wir einfach gehen? Ich habe dir gesagt, du kannst nicht rein, ohne zu bezahlen. Aha. Schade. Okay, wir haben ansonsten Kieselstein... Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Ich habe hier doch einen Stein einstecken, Mensch. Kieselsteine. Na, nimm doch mal ein paar. Also müssen wir doch genau das machen, was ich sowieso gerade schon vorhatte. Ja, der unterscheidet sich jetzt wahnsinnig von dem, den wir sowieso schon einstecken haben. Das ist ein kleiner Kieselstein. Es ist auch ein Kieselstein. Mann! Das ist ein Haufen kleiner Kieselsteine. Ach, ihr seid doch doof. Okay, benutze das elastische Band mit dem Kieselstein. Das geht doch so nicht. Ich hasse euch. Dann benutze den Kieselstein einfach damit. Das geht doch so nicht. Natürlich geht das! Mann! Das geht doch so nicht. Simon, manchmal stellst du dich schon ein bisschen doof an, würde ich sagen, ne? Kannst du... Was machen wir denn jetzt hier damit? Schließe, benutze, bewege, öffne, gib, trage, entferne, nimm, schau an, geh zu, verzehre, rede mit. Ja, hilft mir alles nix. Ich weiß auch gerade nicht. Ich meine, es ist total offensichtlich, dass wir mit dem Gummi hier Steine auf den Knopf schießen sollen, damit der Feueralarm angeht und der Typ sich verkrümelt. Aber er stellt sich dumm an, unser Simon. Können wir nochmal mit dem reden? Hast du deine Meinung geändert? Nein, habe ich nicht. Toll. Okay, wir kriegen auch keine anderen Gegenstände. Hier ist noch ein Ast. Nein. Ach, wir sollen uns eine Schleuder bauen. Ist es denn euer Ernst? Meine Güte, man kann es ja auch umständlich machen, ne? Okay, benutze den Ast mit dem Band. Ich hab's gerade schon hier unten gesehen, die war so gabelförmig gewesen. Das musste einfach eine Schleuder ergeben. Benutze die Schleuder mit der Glocke. Sehr gut, endlich geht's. Wird auch Zeit. Feuer! Ich bin draußen! Tschüss! Auch gut. Durch den geheimen Hintereingang verkrümelt er sich. Okay, schnell weg vom Krach hier, würde ich sagen. Wir sind in den Feuergruben von Rondor. Und wir finden Bonamax. Elfriede, wo ist das Bonamax? Kennt das noch jemand? Das ist ein Eimer mit Bonawachs. Tatsächlich. Gut, gehen wir mal weiter. Wenn ich den zu fassen kriege, so der die Sprengler ausgelöst hat, ich röste ihn bei lebendigem Leib. Jetzt muss ich versuchen, dieses verdammte Ding wieder anzustecken. Gerade als ich mit meinem neuen Zauberstab fertig war. Okay, das ist Sordid, meine Freunde. Da steht's ja auch. Hätte funktionieren sollen. Wir sollen unseren Stab bestimmt benutzen. Ich frage mich bloß gerade, was ist das für ein Buch, das er in der Hand hält? Ich meine, eigentlich haben wir sein Zauberbuch einstecken hier. Das ist Sordids Zauberbuch. Sag ich doch. Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch von Dämonen. Ja, kennen wir schon. Gut, dann. Ich den Urigella-Zauber. Er hat Stein, Schalosch. Ich muss ihn falsch betont haben. Gut, ja. Dieser Mistbube hat etwas damit zu tun. Ist ja auch nicht so einfach. Okay, wir benutzen einfach mal den Stab. Mit Sordid. Los geht's. Showdown. Ganz schön ironisch, oder? Hey, Schleimeimer. Pasta la pizza, Baby. Nein. Boah.
Arme Sorty Body. Und wir haben die Welt gerettet. Ich weiß, es heißt, sich mit Simon, dem Zauberer, anzulegen. Das einzige Problem ist jetzt, wie der Zauberstab zerstört und Calypso gerettet werden kann. Achso, ich hab's jetzt erst kapiert. Die Gruben waren wirklich Lava gewesen, bevor wir mit unserem Feueralarm die Sprenkleranlage ausgelöst haben. Und jetzt ist alles erstarrt hier. Okay, schön. Spannende Musik das ist das. Das erlöschende Feuerloch, gelöscht vom Sprinklersystem. Spitzenmusik ist das hier, finde ich, muss ich mal so sagen. Er sieht sich relativ ähnlich. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Nee, das erinnert mich so an irgendwelche alten Spiele, so NES-Spiele und sowas. Na gut, ist ja auch ein altes Spiel, es ist ja fast 20 Jahre alt. Okay, können wir vielleicht das Bonerwachs hier unten benutzen? Das geht doch so nicht. Schade, ich dachte, weil du das jetzt gerade erst gekriegt hast. Okay, können wir dem irgendwas wegnehmen, dem Sordid? Können wir den vielleicht umschubsen? Das ergibt doch keinen Sinn. Naja, können wir sonst irgendwas mit dem machen? Kannst du ihn ja einstecken? Eigentlich bevorzuge ich Blondinen. Wie sollte ich? Ich habe ihn in Stein verwandelt. Ja, genau. Okay. Hier ist ansonsten auch nichts so wirklich, ne? Gut, wir müssen bloß noch den Stab entsorgen. Das Problem ist, wir haben jetzt tatsächlich keine Lava. Da steht alles über magische Stäbe. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Gut, was machen wir? Ich weiß es nicht so richtig gerade. Kannst du hier noch weitergehen? Nee, geht nicht. Nochmal kurz zurück. Damit mal kurz die lustige Musik aufhört. Kannst du den Stab nicht einfach hier in die Schlucht schmeißen? Das wäre doch so schön einfach. Aber gut, dann halt nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder irgendwo irgendwas total Sinnloses übersehen, was ich jetzt brauche. Das würde mich jetzt schon ein bisschen anöden, so kurz vorm Ende. Aber mal schauen. Das geht doch so nicht. Wir müssen bestimmt das Bonerwachs mit irgendwas benutzen hier. Das geht doch so nicht. Mit dem Stab vielleicht. Das geht doch so nicht. Keine Ahnung. Das geht doch so nicht. Ja, einfach mal ein bisschen probieren, ne? Gut, was machen wir? Wir erstechen die Sorte Statue jetzt noch. Das geht doch so nicht. Lass dir mal einen anderen Spruch einfallen, Mensch. Das erloschende Feuerloch, gelöscht vom Sprinklersystem. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Okay, tja. Was haben wir noch? Wir haben... Ich weiß nicht, was ich hier benutzen soll. Das geht doch so nicht. Nee, hätte mich auch gewundert, ist ja ein Politurmittel und nicht irgendwie irgendwas total Ätzendes oder so. Okay, wir haben das Buch. Bringt uns jetzt irgendwas hier noch? Nee, das Buch bringt uns nichts bestimmt, ne? Ein extrem glänzendes Schild. Der Schild! Ach, das regt mich immer noch auf. Das ist ein Eimer mit Bonerwachs. Ich weiß gerade nicht, was ich mit dem Bonerwachs machen soll. Schmier ihn ein! Das geht doch so nicht. Schade. Was soll ich denn mit dem Bonerwachs machen? Das verwirrt mich irgendwie. Okay, ich gehe nochmal kurz zurück zum Eingang. Vielleicht brauchen wir noch irgendwas, was ich dort vergessen habe. Ich weiß es ja nicht. Es kommt mir gerade so unvollständig vor. Als ob das, was wir benutzen müssen, gerade fehlt. Boah, kannst du nochmal bitte die Schleuder damit benutzen? Wir haben doch noch einen Stein. Ich guck mich dabei nochmal um hier. Ich habe nichts zum Verfeuern. Nee, toll. Kommst du wieder raus? Nee, ne? Halt, da war was. Streichhölzer. Nimm die Streichhölzer. So ein Krach. Apropos Streichhölzer, wir haben nicht ein einziges Mal im Spiel die Streichhölzer benutzt, die wir dann in unserem Inventar gelassen haben am Eingang. Okay. Ah, Stille. Ist ja fast genauso nervig wie in der Zwergenmine. Okay, ich weiß jetzt aber trotzdem nicht, was wir mit den Streichhölzern machen könnten. Können wir das jetzt wieder anzünden, oder was? Schauen wir mal. Sordid
seine ganze Magie bringen das nicht zum Laufen. Und du erwartest tatsächlich von mir, dass ich das Ding mit einem Streichholz anzünden kann? Oh ja. Und er probiert's, Spitze. Ja, genau. Das war jetzt Spitze. Ein Pool voll blubbernder Lava. Dann entsorgen wir nun den Stab in der Lava. Und damit endet die Story von Simon the Sorcerer. Und los geht's. Jetzt sollten alle Statuen wieder normal werden. Auch Sordid? Ich werde sicherlich ein Held werden. Nicht nur, dass ich die Welt von Sordid befreit habe, sondern auch alle Guten noch dazu. Sordid? Wenigstens bin ich außer Gefahr. Ich hatte gerade einen Gedanken. Ja? Schön, kleiner Zauberer. Ich weiß, was wir machen müssen. Jetzt machst du mich aber wirklich wütend. Alter, bist du hässlich. Ich weiß, was wir machen müssen, aber erstmal reden wir mit ihm. Haben wir noch irgendwas? Der Teufel hat mich verleitet. Mich interessiert dein rührseliges Gewinsel nicht, kleiner Zauberer. Diesmal gehe ich auf Nummer sicher und töte dich unter großen Schmerzen. Ich denke, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Du hast das Spiel schon beendet. Sprich dein Gebet, kleiner Zauberer. Was? Dringender Anruf. Hallo, Sordid am Apparat. Wer? Warte eine Sekunde. Leute von der Lebensversicherung, sie wollen mit dir sprechen. Okay, ist bestimmt Kalypso, hä? Hallo? Ist dort Sebo, der Zauberer? Am Apparat. Hier ist Kalypso. Ah. Okay, super. Was wollten Sie? Nix weiter. Meine Lebensversicherung wurde gekündigt. Na gut. Mach dich bereit für die Qualen deines Lebens. Warte eine Sekunde. Was willst du noch? Warum kannst du nicht ruhig sein und sterben? Ja, weil das wehtut irgendwie. Kennst du schon den, wo der Kanzler auf die Toilette geht? Ich habe keine Zeit für Witze. Ich habe Wichtigeres zu tun. Es ist Zeit für dich zu sterben. Oh! Was? Nun schau, was es heißt, sich mit mir zu messen. Okay. Tschüss! Wir leben! Hat man sowas schon gesehen? Hunderte spitzer Stacheln und ich verfehle sie alle. Ich frage mich, was mit der Brücke passiert ist. Simon ist ein unglaublicher Glückspilz. Das ist eine gute Frage, was mit der Brücke passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, glaube ich, was wir machen müssen. Denn es gibt nur einen Gegenstand in unserem Inventar, den wir noch nicht benutzt haben. Und den werden wir jetzt, glaube ich, benutzen müssen. Tja, rüber kommen wir nicht mehr, ne? Nee, sieht schlecht aus. Gut, gab's ja was zum Anschauen? Nee. Dann gehen wir mal rein und entledigen uns des bösen Magiers, der uns einen tollen Witz erzählen wollte. Oder auch nicht. Netter Versuch, Loser. Das musst du schon besser machen. Dieses Mal wirst du sterben. Jetzt geht's los! Bonawachs!
Wir haben Sordid besiegt! Und getötet offenbar. Sorry, Sordy Boy. Was geht denn hier ab? Wer hat das Licht ausgeknipst? Wer ist das denn? Herzlichen Glückwunsch! Gut gemacht! Du hast Simon the Sorcerer gelöst! Nun, Simon, wie fühlt man sich als Held? Auf welchem Trip ist der denn? Willst du deinen Fans irgendetwas sagen? Versäumen sie nicht die nächstjährige Fortsetzung! Halt mal die Luft an! Das mache ich nicht nochmal alles mit! Puh, was für ein Albtraum! Zum Glück bin ich endlich aufgewacht! Ich glaube, das bedeutet Fortsetzung. Dancing Demons! Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben Simon the Sorcerer durchgespielt. Und wir lassen uns hier natürlich schön von den Dämonen noch betanzen. Das sieht spitze aus. Die gefallen mir. Die sind mir auch sehr sympathisch. Ja, wir haben Sordid getötet. Das ist unglaublich, wir haben tatsächlich jemanden getötet in diesem Spiel. Und haben es damit geschafft, das Spiel durchzuspielen. Ich mag es, ehrlich gesagt. Ich habe es ja selbst noch nie durchgespielt, ihr habt wirklich. Ich muss sagen, ich mag es, auch wenn es so Sachen gibt. Naja, das sind so ein paar Unzulänglichkeiten in der Lösung der Rätsel, finde ich, die so ein bisschen unlogisch. Gerade das jetzt, als wir dann am Ende im Garten waren und dann versucht haben, dort irgendwie weiterzukommen, dass wir dort den Stein mit dem Samen benutzen müssen, um dann dort den Wasserhahn einzuölen, weil wir da Öl rauskriegen. Das war irgendwie schon total abstrus. Wäre ich nie drauf gekommen, wenn wir nicht so wenig Gegenstände gehabt hatten. Und damit ist es vorbei. Ihr seht schon, ich bin wieder auf dem normalen Bildschirm gelandet. Wir haben es geschafft. Wir sind durch und ich hätte jetzt eigentlich noch irgendwie einen Abspann erwartet, aber den gibt's dann offenbar nicht. Wir sehen uns im zweiten Teil wieder, der sich bestimmt direkt anschließen wird an das Ganze hier. Und ja, bis dahin, gehabt euch wohl. Es hat mir Spaß gemacht, mit euch das Spiel durchzuspielen. Und bis zum zweiten Teil. Auf Wiedersehen.